Er war ein Mayener Original oder besser gesagt das Mayener Original. Die Rede ist von Anton Kohlhaas, am 14. April 1904 in Mayen geboren, allgemein vielleicht besser bekannt unter seinem Spitznamen Zuckertoni. In vielen Mayener Gaststätten hängt sein Konterfei und wahrscheinlich in noch mehr Mayener Haushalten. Vom 12. Juni bis zum 11. Juli erinnert Mayen an diesen besonderen Menschen im Rahmen einer Ausstellung in der Stehbach-Galerie. Wir haben dann zusätzlich noch eine Idee entwickelt, auch zusammen mit dem Hans Schüller vom GAV, vom Geschichts- und Altertumsverein, unterstützt vom Eifelmuseum und unterstützt von der Stehbach-Galerie von Richard French, in der wir jetzt hier gerade stehen. Das ist ja sozusagen im selben Gebäude wie unsere kleine Spielstätte im alten Arresthaus und haben einfach sozusagen auch Recherchematerial zusammengetragen. Also wir haben versucht, tatsächlich alle Fotos, die es von Zuckertoni gibt, aufzutreiben und alles, was es an dokumentarische Material gibt. Also es gibt einen Lebenslauf, es gibt Zeitungsartikel, die über ihn erschienen sind und eben sehr viele Fotos. Es ist insgesamt eher eine kleine Ausstellung. Es gibt dann noch einige Kunstwerke. Also es gibt verschiedene Künstler, die sich mit der Figur auch beschäftigt haben. Es gibt Zeichnungen, zwei Ölbilder, zwei Zeichnungen, ein Steinrelief, ein großes Basaltrelief und man kann auch die Zuckertoni-Puppe sich anschauen, die sitzt auch in der Ausstellung. Mehr über die Geschichte vom Zuckertoni erleben Sie immer samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr in der Stehbach-Galerie in Mayen. Das Mayener Original wird so noch einmal zum Leben erweckt. Durch die Corona-Verordnung bitte mit Voranmeldung unter fsj-kultur@burgfestspiele.de. Oder auch per Telefon kann man auch versuchen. Und es gibt eine Beschränkung, aber es gibt keine Testpflicht. Und es gilt Maskenpflicht natürlich in der Ausstellung und Abstandspflicht und so. Aber wir freuen uns, dass wir die Ausstellung machen können, so wie wir uns freuen, dass wir spielen können. Und die geht jetzt, ist heute eröffnet worden, also am 12. Juni, am Tag der Premiere eröffnet worden und läuft 4 Wochen. Also es gibt jetzt noch morgen die Gelegenheit und dann noch 3 Wochenenden. Bis zum 11. Juli ist die Ausstellung geöffnet. Die Bezeichnung Zuckertoni ist in Mayen so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. 1972 starb der Zuckertoni und seine Erinnerungen werden nicht nur hier bei dieser Ausstellung am Leben erhalten, nein, er spielt auch eine wichtige Rolle bei den Mayener Burgfestspielen. Gehen Sie doch auch einmal auf Spurensuche und erleben Sie die Geschichte von Anton Kohlhaas alias Zuckertoni.